Also es scheint so, als wäre das unsere Fähre. Und der Tank ist bis jetzt noch nicht ausgegangen. Aber er ist schon sehr, sehr leer. Also das war jetzt echt witzig, weil sie haben halt unsere Höhe gecheckt, ob wir über 2,4 Meter sind. Und das war höher. Und deswegen wurden wir quasi als Transporter oder als kleine LKW eingestuft. Und wir waren halt nicht in der normalen PKW-Spur. Und wir sind dann an der ganzen Schlange sind wir vorbeigefahren, weil sie natürlich die LKWs vorher einladen. Und wir sind überall vorbeigefahren. Ja, haben uns immer weiter gewunken, immer weiter. Das hat uns natürlich viel geholfen, weil das Ganze halt in dieser Schlange warten, in der PKW-Spur, hätte natürlich viel Sprit gekostet. Und wenn wir ankommen in Tallinn, ist es schon 22 Uhr, das heißt, den Schlafplatz suchen und gleich schlafen gehen. Wir kommen ja schon bald in Tallinn an, aber wir haben es uns jetzt ziemlich gemütlich gemacht und es gibt hier zwischendurch echt guten Internetempfang und wir haben hier schon Abend gegessen und YouTube geschaut. Und ich wette so sehr, dass schon die Autos draußen sind und wir wieder zu spät sind. Wir müssen noch einen Blick. Ja, gut. Okay, es ist noch alle da. So, wir haben es wieder rechtzeitig ins Auto geschafft. Wir sind die Zweiten in der Reihe, aber vor uns ist noch eine ganze Reihe, glaube ich, je nachdem, wie sie sind, laden. Die Reihe neben uns wurde gerade angefangen zu laden. Wir fahren. Und der Vierte in der Reihe ist nicht da. Er hält die ganze Reihe auf. Die nächste Tankstelle nach der Fähre war weiträumig abgeriegelt von der Polizei. Da dürfte irgendein Event oder sowas gewesen sein. Und ja, die Tanknadel ist, egal in welchem Blickwinkel man schaut, schon im roten Bereich. Aber es hat sich ausgezahlt. Wir sind jetzt bei einer Tankstelle. Hier kostet es 1,10. Also richtig, richtig günstig. Es hat sich voll ausgezahlt. Wir haben eine Wiese gefunden, auf der wir vielleicht bleiben können. Und dann schaut sich das jetzt mal genauer an. Wir sind da jetzt am Ende von einem Weg. Die Lichter sind einfach so super, weil es ist einfach alles hell erleuchtet. Man sieht genug, es ist nicht zu hell und es macht einfach alles so viel einfacher und es funktioniert so gut. Was noch ist, ich habe noch nie so viele Sterne gesehen. Das sind so viele Sterne. Schlafplatz suchen in der Nacht ist ja nicht so das Coolste, was man sich vorstellen kann. Aber es hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Gute Nacht. Guten Morgen. Also jetzt ist 1,7. Zum Aufstehen ist das, glaube ich, recht angenehm. Und 1,3 hat es in der Nacht. Ist auch, ist einem nicht so heiß. Man braucht nicht immer den Fuß aus der Decke strecken oder sowas. Also, das passt eigentlich super. Also wenn man die Schlafsäcke ganz, ganz, ganz zumacht, beide, dann funktioniert es. Also dann kann man warm schlafen. Und wir haben jetzt die Tür, dort, also unsere Eingangstüre quasi offen gelassen, damit wir nicht so viel Kondenswasser erzeugen. Und das hat recht gut funktioniert. Und jetzt bin ich noch gespannt, wie sehr es außen beschlagen ist, das Zelt. Und ja. Ja, aber es scheint die Sonne. Und ich glaube, während wir frühstücken, werden wir das Zelt mal in die Sonne stellen, ja. Damit es trocknen kann. Ich wärme da unten jetzt Wasser zum Trinken in erster Linie und auch zum Zähneputzen. Denn das Wasser hat ja auch 1 Grad von der Nacht jetzt. Man hört wirklich im Sekundentakt die Blätter rund um uns fallen. Wir sind wirklich im Herbst angekommen. Wir werden jetzt ein Stückchen nach vorfahren, weil dort vorne die Sonne scheint und wir im Schatten stehen. Und dann trocknet das Dachzelt, während wir frühstücken. Guter Plan.
Also bei uns halten sich Milch und Butter ja super, weil wir praktisch im Kühlschrank leben. Und in der Früh sind die so hart. So neugierig können wir gar nicht sein auf Estland, Lettland, Litauen, dass wir da jetzt noch mehr Zeit verbringen werden. Weil es ist einfach... Also ich meine, jetzt haben wir wirklich Glück mit der Sonne. Und wenn das jetzt noch so bleibt ein paar Tage, bis wir südlicher kommen, wäre das auch toll. Aber ja, ich glaube, wir werden uns jetzt mal rasch deutlich südlicher bewegen. Wir sind in Estland und ich darf die Scheibe nicht anhauchen, weil sonst beschlägt sie sofort. Deswegen muss ich Luft holen und die Flagge aufpicken. Jetzt lassen wir das Dach dann noch von der anderen Seite trocknen und dann machen wir uns auf den Weg. In Weidaso und den Ort haben schon so viele Leute in unseren Kommentaren erwähnt und ich weiß nicht wieso, es ist einfach irgendein Ort in Estland. Wir haben jetzt schon einen Schlafplatz gesucht, damit wir jetzt noch Video fertig schneiden können, aber das ist auf jeden Fall recht schön. Wir freuen uns schon auf die Sterne am Abend. Bundaberg Ginger Beer ist ein, so wie wir annehmen, alkoholfreies Getränk in Schweden, Finnland. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Also wir haben es das erste Mal getrunken, wie wir in der Sauna waren. Ja. Und zur Sauna passt es extrem gut. Und sonst jeder, der mal in den Norden kommt, halt nach dem Ausschauen probiert es. Das ist richtig gut. Prost. Das ist doch mal ein wunderschöner Arbeitsplatz. So schön. Und ein wunderschöner Leseplatz auch. Karin, was sagt das Thermometer? Das Thermometer sagt 8,5 Grad. Perfekt. Also, wir sind wieder im Sommer angekommen. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Dadurch, dass wir die vordere Türe jetzt offen lassen immer. Es ist zwar ein bisschen frischer im Zelt, aber solange kein Wind geht, sollte das kein Problem sein, weil ja. Deswegen ist es auch nicht mehr so feucht im Zelt und es reicht ein so ein Handtuch, dass man alles trocken kriegt. Schauen wir mal, ob das hilft. Ich hoffe es so sehr. In Estland ist übrigens striktes Alkoholverbot, also 0,0 Promille. Und ich glaube in Lettland oder sowas gilt die Gurtpflicht nur vorne. Ja. Und telefonieren ist auf Freilandstraßen erlaubt am Steuer. Aber in der Stadt darf man nur mit Freisprecheinrichtung telefonieren. Fast Österreich. Aber Lettland. Und bald muss das FM4-Pickel weichen. Yep. Wir sind gerade in einem hübschen kleinen Ort. In der Mitte von Lettland. Und es ist hier schon so alles so günstig. Also seit wir nicht mehr in Finnland sind, ist alles irgendwie die Hälfte vom Preis. Und jetzt bleiben wir eine Nacht im Hotel. Es kostet ein bisschen über 40 Euro mit Frühstück und ja, das freut uns gerade sehr. Ja, nachdem wir jetzt eh sowieso eine Dusche brauchen und Campingplätze nicht so häufig sind und die Hotels wirklich nicht teuer sind für unsere Verhältnisse, gönnen wir uns jetzt ein Hotel. Hotel Latgale. So viel haben wir normalerweise teilweise schon für einen Campingplatz gezahlt. Also. Das stimmt. Oh ja, Handtücher. Ein Fernseher. Aussicht. Wir sind sehr zufrieden mit dem Hotel. Und was halt sehr praktisch für uns ist, ist, dass wir hier jetzt noch ein Video fertig machen können. Und dann
ohne Pause sozusagen Richtung Süden fahren, weil wir sonst immer stoppen müssen und schauen, okay, wo können wir wieder schneiden, wo können wir es hochladen. Und jetzt, wenn wir es schon geschnitten haben, dann haben wir wieder sozusagen eine Woche Ruhe oder zumindest eine halbe, bis wir dann das nächste Video wieder schneiden müssen. Und ja, das ist super angenehm. Heute Abend gehen wir vielleicht noch in die Pizzeria hier, weil es eine Pizzeria gibt und morgen Frühstücksbuffet. Und statt so sind wir so gefahren und das sind plus 3 Stunden Umweg. Und weil wir haben eigentlich gerade nur Interesse halber auf der Website des Außenministeriums von Österreich nachgeschaut, die halt die Länderseite von Weißrussland. Da stand dann auf einmal, dass man ein Visum braucht. Und also wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass man innerhalb von Europa nur für Russland und die Türkei ein Visum braucht. Aber eben auch für Weißrussland anscheinend. Und dann geht es weiter so durch die Ukraine nach Moldawien und Rumänien. Dann sind wir wieder am Meer. Jetzt sehen wir das Meer ja für lange Zeit nicht. Dobre utra in Lettland. Und es sprechen alle Russisch hier, also nicht nur die älteren Leute, sondern auch Kinder auf der Straße. Und ja, das ist ganz interessant. Und das Zimmernummernschild ist da zum Beispiel 921. Und da drüben 926, aber dahinter verbirgt sich das Stiegenhaus. Dem Defender scheint es gut zu gehen. Sehr, sehr gut. Es spielt so laute Musik, aber es ist MTV, also. Ja. Ich habe Blick auf den Defender und die Karin hat Blick auf MTV. Wir sind jetzt wieder am Weg zum Auto gleich und jetzt geht es weiter Richtung Litauen und dann Polen. Mal schauen, wohin wir heute kommen. Voll, oder? Ganz voll, ja. Wir haben Dieselnummer 102. Hm? 1,02 Euro. Ja. Daugavpils hat ein eigenes Straßenbahnnetz. Ein halbes EU-Schild. Wir sind gerade in einer Baustelle. Mit Ampelschaltung ist einfach. Improvisiert. Die Straße ist ganz neu gebaut und bis zur litauischen Grenze sind wir jetzt nur noch auf einer geraden Linie. Wir kommen nach Litauen. Hello, Lithuania. Und dann kommt das Platzgründen jetzt direkt unter Estland, weil sie sonst, wenn wir das sonst oben nicht gescheit vollkriegen. In Österreich musste man sich wirklich bemühen, eine Thunfischdose ohne Lasche zu finden. Sobald wir aus Österreich rausgekommen sind, also zum Beispiel in Irland, in England, haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass wir unabsichtlich welche ohne Lasche gekauft haben. Und jetzt wieder. Also wir sind das eigentlich nicht gewöhnt, darauf zu achten. Und zum Glück haben wir ein Schweizer Messer mit Dosen öfter mit, sonst hätte ich so viele Dosen sonst geklaut. Lettland hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ein bisschen besser als Estland. Also Estland war irgendwie so, ja, hat mir nicht viel gesagt. Aber Lettland war eigentlich durchwegs schön. Und ja, leider können wir halt, es ist halt einfach schon zu kalt. Wir haben uns zu viel Zeit gelassen in Finnland. Und deswegen müssen wir jetzt halt anzahlen quasi. Aber ja, vielleicht führt uns eine spätere Reise nochmal in die Gegend. Wir machen gerade kurz Pause und dann geht es weiter Richtung Kaunas in Litauen und ja, ein bisschen Bewegung zwischendurch. Dieses Dreieck mit dem schwarzen Punkt verrät, dass es eine gefährliche Straße ist. Wir haben gerade geschaut, der Sonnenuntergang ist noch vor uns. Das heißt, gleich scheint uns die Sonne ins Gesicht und das wäre echt eine Belohnung. So schön.
Reh. Jetzt steht es auf unserer Straße, wo wir hinwollen. Jetzt ist es weg. Schönes Auto, schönes sauberes Auto. Und der dreckig. Was, es gibt noch Abendessen? Mais, Würstel, Ei. Gruß an die Küche. Wir sind jetzt fast bis zur polnischen Grenze gefahren. Es ist trotzdem recht angenehm zu fahren, weil die ganzen Straßen so gerade sind. Also es ist ein bisschen wie Autobahn auf Landstraße, so eine Mischung. Und ja, wir haben jetzt schon unsere weitere Route angeschaut. Und ich glaube, das passt ganz gut. Mhm. Liegen gut in der Zeit. Aber ich finde, dadurch, dass wir nicht so wirklich auf der Autobahn fahren, sondern auf so Schnellstraßen, die immer wieder durch Dörfer führen, sehen wir schon, wie die Leute da wirklich leben und bekommen schon einen Eindruck. Warte, dann sagen wir noch gute Nacht, oder? Was? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht.